Das sind Dieter und Michael Lörcher. Die Lörchers bauen im Schwarzwald Mais und Getreide an. Und bei ihnen wachsen Weihnachtsbäume, die Nordmanntannen. Hier seht ihr die Tannen von oben. Aber bis die kleinen Weihnachtsbäume im Schwarzwald ankommen, haben sie schon eine lange Reise hinter sich. Die schönsten Nordmanntannen wachsen in dem Land Georgien. Das ist ganz schön weit weg von Deutschland. Dort klettern Männer, die Zapfenpflücker, ganz hoch in die Bäume und ernten die Zapfen. Hier seht ihr so einen Zapfen von innen. Die weißen Punkte, das sind die Samen. Die werden dann getrocknet und kommen nach Deutschland. Dort werden dann in einer Maschine die schlechten Samen aussortiert. Das geht ganz schön schnell. Herr Moska schneidet immer wieder so einen kleinen Samen auf und prüft, ob die Maschine auch wirklich nur die guten übrig lässt. Hier seht ihr jetzt die eingepflanzten kleinen Keimlinge der Nordmanntannen. Und dann sind wir wieder im Schwarzwald. Wenn unsere kleinen Tannen 3 Jahre alt sind, dann kommen sie zur Familie Lörcher. Michael Lörcher bohrt mit einem großen Bohrer die Löcher für die kleinen Bäume. Und damit sie schön gerade wachsen, werden sie von seinem Vater in Form geschnitten. Fast wie beim Friseur. Bis sie ein Weihnachtsbaum werden können, vergehen so insgesamt mindestens 9 Jahre. Die kleinen Bäume kommen dann zu den Menschen in die Wohnungen. Die großen Bäume sind ungefähr 20 Jahre alt. Sie kommen dann zum Beispiel auf den Marktplatz in eurer Stadt.